Traditionelle Weihnachtsgrüße vom britischen Staatsoberhaupt von Queen Elizabeth. In diesem Jahr aufgezeichnet hier auf Schloss Windsor, westlich von London. Every year we herald the coming of Christmas by turning on the lights. Jedes Jahr entzünden wir Lichter, um Weihnachten zu feiern, so die Monarchin. Licht könne mehr als eine festliche Stimmung erzeugen, Licht gebe Hoffnung. In diesem Jahr könne Jesu Geburt nicht wie gewohnt gefeiert werden. Menschen aller Religionen sei es in jüngster Zeit nicht möglich gewesen, sich wie gewohnt zu versammeln. For their festivals, such as Passover, Easter, Eid and Vaisakhi. Bemerkenswerterweise habe uns das Jahr aber auch näher zueinander gebracht, so die 94-Jährige. Sie selbst hatte viele Termine in diesem Jahr nicht etwa ausfallen lassen. Die Königin sowie Mitglieder ihrer Familie hatten sich digital zuschalten lassen, auch um mit Menschen zu sprechen, die an vorderster Front gegen Covid-19 und seine Folgen kämpfen. Da die Queen und ihr fast 100-jähriger Mann Prinz Philip zur Risikogruppe gehören, leben sie seit Monaten zurückgezogen auf Schloss Windsor. Die Feiertage verbringt die königliche Familie für gewöhnlich auf Schloss Sandringham im Osten Englands. Der Rückzug der Monarchin dürfte noch etwas andauern. Trotz angelaufener Impfungen leben die Briten weiter mit Corona-bedingten Einschränkungen. In London und Umgebung waren über Weihnachten Zusammenkünfte mit Teilnehmern aus mehr als einem Haushalt verboten. Die Queen ging da nach Angaben des Hofes mit gutem Beispiel voran.